Es ist mal wieder Sonntag und ich heiße euch herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von meinem RuneScape Progress. Und zwar ist es heute mal wieder ein bisschen Iron Man Progress und wir haben gute Fortschritte gemacht. Das heißt, ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Lasst einen Kommentar da und schreibt einen kleinen Kommentar. Lasst eine Bewertung da, schreibt einen kleinen Kommentar, wenn es euch gefällt. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Also du kannst mir sagen, was du willst. Neben all den Dingen, die stark sind und gut sind für Iron Man, sind einfach Dailies wahrscheinlich etwas vom Besten. Na, ich habe mal wieder eine Beschwörungs-Daily. Na, ich muss dafür einen Run machen. Ich habe die sogar erweitert, das heißt, ich muss 10 Beutel herstellen. Na, dafür bin ich einmal kurz von der Bank hier hingelaufen, drücke jetzt auf Belohnung abholen und kriege einfach 20.000 XP. Es ist so übertrieben. Na? Und es hilft mir so weiter, weil mein Ziel ist es ja 80 in Dungeoneering zu machen, beziehungsweise in Kerkerkunde, damit wir den Chaosstab kaufen können. Sobald ich den Chaosstab habe, will ich QBD machen gehen. Und für QBD wiederum brauche ich 60 in Beschwörung. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg und ja, wie soll ich sagen, ne, mit Chaosstab QBD machen, durch QBD dann Royal Crossbow erfahren, ne, dann habe ich die Royal Crossbow und ich habe den Chaosstab, dann habe ich mal zwei 80er Waffen und damit könnte man dann gerade zu zweit sicher auch schon mal sich God Wars Dungeon 2 überlegen, ne, bisschen Twin Furies killen, bisschen Vindicta killen und dann kommt der ganze Schedizzle ins Rollen. Ne. Ein Wappen, zum Beispiel bei den Twin Furies. Und schwuppidihupp, schon hast du die Möglichkeit, eine 80er Range Armor herzustellen. Warte, ich muss gerade kurz gucken. Ausrüstung ist das doch. Nee, das ist nicht hier. Wo sehe ich denn das? Sehe ich das unter Defense? Warte, da. Hier Defense. Dann Fernkampfrüstzeug. Dann gibt es ja Todeslotus. Muss ich auch mal gucken, wie man das herstellt. Pernix-Rüstzeug von Nex. Ja, warum ist es denn hier nicht drin? Warte mal ganz kurz. Das müssen wir jetzt kurz rausfinden. Gott, nö, nicht Guild Wars 2. GBD 2 RuneScape. So, jetzt funktioniert das Ganze. Heart of Gillenor. Wir können hier gemeinsam kurz schauen. Jetzt gehen wir einfach mal auf einen Boss. Ja, cool. Auf. Nehmen wir halt einfach Mike Gregorovic. So, und dann gucken wir hier. Dann gibt es ja die Dormant Dingster Boomster. Na? Und zusammen mit einem Zamorak oder Crest irgendwas zu einem Anima Core Body of Zamorak und das wäre eine 80er Rüstung und zwar eine 80er Power Armor. Wow, also das wäre halt insane, ne? Vor allem ich finde, die sind gar nicht mal so schwierig zu machen. Das klingt vielleicht etwas dumm, aber du musst halt einerseits diese Rüstungszeugs hier bekommen und die sind, also ich bekomme die relativ oft irgendwie auf dem Main Account. Na, und dann halt noch ein Quest. Es gibt Schwierigeres, na, auf dem Level. Also ich stehe gerade im Kerker und ich werde den jetzt hier gleich abschließen damit und ich glaube kein Level bekommen. Leider fehlt mir da ein bisschen zu viel. Und ich habe mich gerade entschieden, hier den Kerker kurz zu verlassen, weil ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich merke nämlich, dass die XP nicht so gut ist auf diesen lowen Levels, na, dass es eine Weile dauern wird, bis wir unser Goal erreicht haben. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, einen Schritt zu machen, den ich mir schon lange überlegt habe. Und zwar werde ich mir einen Siegelkobold kaufen. Eigentlich wollte ich das nicht direkt machen, weil ich unbedingt diese 200.000 Marken haben wollte, damit ich dann, sobald ich es kann, direkt, nicht diese Waffe hier, meinen Chaosstab kaufen kann. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, trotzdem den Siegelkobold zu kaufen. Einfach nur deswegen, weil der super wichtig ist, wenn es darum geht, Siegel zu holen. Und ja, ich meine, wenn wir dann wieder EV3 Runs machen, da kriegt man viele, viele blaue Siegel zum Beispiel. Und einfach, dass die aufgesammelt werden, ist schon mal super wichtig. Und dabei sammelt man dann auch wieder sehr viele Marken. Also die Marken sind tatsächlich überhaupt nicht das Problem. Ich glaube, dass ich locker über 200.000 Marken haben werde, wenn ich dann Level 80 erreiche, weil ja, ist einfach nicht der schnellste Skill und ich mag ihn auch nicht. Das ist ein bisschen annoying gerade, aber hey, es geht vorbei. So, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, ist diese, dass wir erneut den Bogen auseinandernehmen werden, weil ich glaube ich erstens noch nicht höher leveln kann als Level 10 und zweitens glaube ich auch noch nicht den Ausrüstungsrestaurierer freischalten kann. Ah doch, wobei der würde eigentlich theoretisch gehen. Das Ding ist halt einfach aber, der Bogen kostet 1 Million und durch ED3 mache ich halt sehr schnell auch 1 Million. Das heißt, das ist im Moment nicht so viel Geld,
Ich krieg dafür dann auch noch Serienkomponenten und ja, die ganzen XP. Es geht einfach ein bisschen schneller, wenn ich das so mache. Und von dem her ist es mir das jetzt wert. Wir erreichen Level 34, was eine ganz schöne Sache ist. Und damit auch gleich Level 30 in mindestens allen Stufen. Was wir jetzt natürlich als nächstes machen müssen, ist den Bogen wieder besorgen. Das heißt, wir teleportieren uns hier kurz ins Elfenland, kaufen den für 1 Million zurück und hoffen dann, dass ich einen Restaurierer machen kann. Und sonst muss ich dann halt nochmal ein bisschen Dinge herstellen. Es ist actually ein Restaurierer, ich meine natürlich einen Augmentor. Es ist actually ein bisschen dumm. Ich habe rausgefunden, wie ich gut Augmentoren freischalten kann. Und zwar kann ich das machen, indem ich vor allem Dingens, wie heißt es? Bin gerade hier ein bisschen fokussiert, indem ich aus meinen Diamanten und sowas, die ich habe, halt Diamantamulette zum Beispiel herstelle und die dann auseinandernehme. Das Ding ist einfach nur, ich muss dafür die Quest, Family Quest noch machen. Und von dem her, es gibt noch einige Sachen, die ich zu tun habe, gerade in Terms of Questing, aber werden wir irgendwann erledigen. Es ist halt eine Sache, die ich wahrscheinlich schon vor Ewigkeiten mal hätte machen müssen. Ich habe die Quest Familienwappen hier abgeschlossen. Indem ich mit ihm hier rede, ist es dann auch vorbei. So, voilà. Und wir kriegen jetzt die Panzerhandschuhe. Und das Ganze ist ziemlich interessant. Denn ich habe die Wahl zwischen Chaos, Gold und Kochpanzerhandschuhen. Ich weiß leider nicht, was Chaos und Gold genau machen. Leider, das muss ich noch nachgucken. Aber prinzipiell sind diese Kochpanzerhandschuhe, das ist vor allem einer der Hauptgründe, warum ich es machen wollte, sind dazu da, dass du weniger Fisch mehr verbrennst. Also falsch kochst, verbrennst, na halt, nicht gut kochst, lol, ich meine irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das erkläre, ist ja eigentlich eh klar, was ich meine. Auf jeden Fall ist es halt dazu da, dass diese Chance halt kleiner wird. Das heißt, gerade auf Iron Man, wenn du halt viel gefischt hast, ne, und ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele Schwertfische und Tunas, die ich kochen müsste, und diese ohne Kochpanzerhandschuhe zu machen, wäre halt ziemlich dumm. Und deswegen habe ich jetzt die Quest endlich gemacht. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, und das ist eigentlich noch fast wichtiger, dass wir jetzt endlich Golderz in unserem Furnace stallen können. Das heißt, ich kann euch das jetzt, ja, das will ich, kurz die Kochpanzerhandschuhe noch holen, voilà. Das ist genau das, was ich meine. Jetzt können wir damit gut kochen. Das heißt, ich kann jetzt auch, und das ist eigentlich fast der Hauptgrund, warum ich die Quest gemacht habe, ich kann jetzt auch Gold minen und dann das Gold bei meiner Schmiede deponieren und es dort drin haben und nicht immer zur Bank rennen zu müssen und wieder hin und zur Bank und hin und zur Bank und hin, was halt einfach bedeutet, dass ich, ja, einige Dinge um einiges einfacher machen kann. Hier den perfekten Goldbarren brauche ich eigentlich nicht, aber jetzt können wir hier noch kurz Gold eingeben. Guck, ich kann jetzt hier als Beispiel das Ganze erst rausnehmen. Sollte ich vielleicht nicht das hier so machen. So, voilà. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Edelsteine kann ich leider nicht dort stallen. Da muss ich dann halt trotzdem ein bisschen mehr hin und her laufen, aber schon deutlich weniger. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel alles Material hier reinhauen. Und jetzt kann ich einfach hier raus, nee, nicht den perfekten Ring herstellen, das wollte ich nicht. Den muss ich zerstören. Und jetzt kann ich einfach hier raus auf Gold drücken. Und dann kann ich Goldbarren herstellen und kann die dann wieder reinmachen und sie wieder herstellen und reinmachen. Das macht es um einiges einfacher, dass ich dann nur noch eigentlich hin und her rennen muss, um eben 28 Diamonds zu holen und wieder zurück, um die Amulette schneller herstellen zu können, um mehr Komponenten schneller zu bekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, aber dabei könnte ich mich jetzt gerade irren, das will ich jetzt aber deswegen ganz kurz ausprobieren, denn ich glaube, ich kann auch jetzt den Deposit-Ding benutzen in der Handwerksgilde, was zum Beispiel das Goldfarmen dann um einiges einfacher macht. Das heißt, in der Handwerkgilde hast du ja Golderz, kannst du kurz abbauen, ne? Und dann kannst du das theoretisch dort bei einem so einem SB-Schalter, Bank Deposit Dings da Bums da, zur Bank schicken. Aber ich glaube eben, das kannst du erst, wenn du die Quest abgeschlossen hast. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du die Quest oder irgendwelche Diaries brauchst. Ich dachte aber, es wäre einfach nur die Quest. Und jetzt will ich das ganz kurz nachgucken gehen. Weil die Quest ist dann halt ein ziemlich insaner Meilenstein für Handwerk, weil hier eben, wie gesagt, hast du Silber und Gold. Und dann hast du hier drin direkt die Deposit Box. Jetzt kann ich hier drauf drücken und, ah nee, kann ich doch noch nicht. Ah, shit. Die schweren Aufgaben für Faller dort. Doch, Diaries. Okay, hier muss ich jetzt dann doch ganz kurz reingrätschen, währenddem ich hier gerade das Video zusammenschneide. Denn ich kann zwar die Deposit Box nicht benutzen, aber ich kann dafür beim Ofen hier
kann ich alles Goldherz einlagern. Das heißt, du kannst trotzdem einfach Gold farmen gehen und dann kurz dort rüber rennen und dann halt dort das Gold einlagern. Es ist trotzdem super OP. Das war mir in dem Moment gerade nicht klar, aber das habe ich jetzt so in Post-Production herausgefunden, Löwe. So, damit haben wir auch die Quest Klar Schiff machen abgeschlossen. Zumindest hoffe ich, dass das hier alles richtig gemacht wurde von mir. Genau, das bringt uns einen Abenteuerpunkt. Wusste ich gar nicht, ich dachte, es wäre eine Mini-Quest. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir jetzt das Requirement freigeschalten haben oder die Möglichkeit freigeschalten haben, in ED1, also im Tempel von Aminishi, vorbeischauen zu können. Denn das bedeutet, wir können jetzt endlich. Wait. Warum geht's da nicht? Ah, muss ich mal ganz kurz angucken, warum es noch nicht geht. Aber auf jeden Fall können wir jetzt dadurch endlich ED1, also Elite Dungeon 1, Token Farming, also Kerkerkunde-Marken farmen, anschauen. So, und damit kommen wir zum Ende eines sehr, sehr langen Grinds. Und zwar Kerkerkunde, denn mir fehlen noch 7800 XP. Und jetzt muss ich hier ganz kurz den Bankpin eingeben. Genau, wo war ich? Bei 7850 XP. Jetzt bin ich einfach mal so frei und kaufe mir diese hier. Voilà, zack. Und das reicht jetzt für Level 80 in Kerkerkunde. Und einige von euch mögen sich vielleicht denken, wow, warum hat er nicht einfach noch einen Kerker mehr gemacht? Und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ich hatte einfach absolut keinen Bock mehr. Und jetzt können wir uns aber mit nach wie vor 200.000 Marken hier den Chaosstab kaufen. Zack. Und damit haben wir eine 80er Waffe in Magie. Das ist insane. Das ist absolut insane. Jetzt hat die nur 20% Ladung, deswegen werde ich die jetzt erstmal kurz auf die Bank machen. Denn bevor wir die benutzen, werden wir die augmenten, dann definitiv Scavenging drauf machen und vielleicht noch Equilibrium oder Precise irgendwie billig herstellen. Und dann heißt es 60 in Summoning machen, zwei Quests erledigen mit World Wakes und irgendwie die QBD-Quest und dann gehen wir QBD farmen. Let's go! So, ich habe jetzt ein bisschen Komponenten zusammengefarmt und actually habe ich diesmal sogar mir etwas Zeit genommen und ein bisschen mehr gemacht, dass ich halt jetzt 14 und 15 von den Rare Components habe und die anderen sind ja sehr, sehr leicht zu bekommen. Also von dem her können wir dann theoretisch, wenn wir den nächsten Augmentor brauchen, warte, Energie, so, wenn wir den nächsten Augmentor dann letztendlich brauchen, können wir den um einiges schneller farmen. Ja, weil wir haben halt eigentlich die Rare Components bereits. Ich muss eigentlich generell mal ein bisschen reingrinden, um mehrere von den Dingern herzustellen. Aber das Ding ist halt, ich habe im Moment eigentlich nicht wirklich Equipment, das ich augmenten kann, außer halt eben jetzt den Chaotic Staff und den Saren Gourd Bow. Jetzt als nächstes machen wir hier noch einen Waffengizmo. Eben, ich möchte gerne noch ein Equilibrium oder irgendetwas machen. Mal gucken, was es da gibt. Und ja, dann wie gesagt, die zwei Quests und dann ab nach Kibidi, I guess. So, es gab ein Precise 2 Equilibrium 1. Das ist jetzt zwar nicht super gut, aber es lohnt sich halt auch nicht, für gute Perks zu gehen auf meinem Level. Das ist actually pretty trash. Und jetzt hauen wir deswegen auch noch Scavenging 2 drauf. Jo, jetzt habe ich gerade alle rausgenommen, so Scavenging 2, zack, machen wir auch noch drauf. Dann haben wir jetzt hier Precise 2, Equilibrium 1 und Scavenging 2 und auf dem Bogen haben wir ja Scavenging 2 und Equilibrium 2. Also eigentlich pretty fine für so Standard-Perks, ne? Ich bin halt auch immer noch Level 38 in Erfinden, also es lohnt sich halt nicht für wirklich mehr zu gehen. Und ja, jetzt als nächstes müssen wir questen und dann freue ich mich, den Stab hier ausprobieren zu können. So, das war's dann auch schon wieder mit der dieswöchentlichen Episode meines RuneScape Progress. Wie bereits am Anfang erwähnt, hoffe ich natürlich, dass dir das Ganze gefallen hat. Wenn das so ist, lass doch eine kleine Bewertung, einen Kommentar da und wenn du neu bist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auch nächste Woche wieder. Haut rein, eine gute Woche, bis dahin und tschüss.